Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 10.09.2019. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle zwei Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, Ferienzeit ist jetzt rum und er sofort muss wieder in die Schule, deswegen müsst ihr jetzt alleine mit mir vorlieb nehmen. Ein neuer Skin, diesmal im Shop der Aeronaut und die Aero-Axt. Dann fangen wir mal auf der rechten Seite an mit Vollablachen. Vollablachen finde ich mega cool. Kriegt auf jeden Fall von mir 10 von 10. Das ist Love It Up und Love It Up hat hier ein Voting von 3,82 von 5 bei 50 Votes am 4. Juni 2018 das erste Mal drin gewesen. Seitdem 15 Mal, 97 Reminders, letztes Mal im Shop vor 23 Tagen am 18. August. Dann haben wir diese Brachialgewalt, mit der kann ich jetzt nicht so wirklich viel anfangen für 500 V-Bucks. Teil des Tech-Kommandosets kriegt von mir 6 von 10. So hört sich der Werkzeugeffekt an. Tech-Kommando hat hier ein Voting von. Jetzt muss ich das Ding erstmal suchen. Das ist die Brute Force. Die Brute Force hat hier ein Voting von 3,14 von 5 bei 7 Votes. Am 5. März 2019 ist erstmal drin gewesen. Seitdem dreimal. Drei Reminders, jetzt mal vor 98 Tagen am 4. Juni im Shop. Dann haben wir den Dynamo. Ja, hässlichste Frau der Welt. Und damit von mir wirklich auch lauter Schwitzer, die das Ding spielen. Für 1200 V-Bucks kriegt von mir nur 1 von 10. Das ist der Skin, den ich am meisten hasse in dem ganzen Spiel. Ich hasse diesen Skin. So, Dynamo hat hier eine Note von 2,63 von 5 bei 3 Nachtschwurz am 20. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen. 14 Mal seitdem 3 Neunspiel meines. Jetzt mal im Shop vor 30 Tagen am 11. August. So, dann haben wir hier einen tiefen Dab. In der tiefe Dab. Ja, mit dem kann ich nie so wirklich viel anfangen. Bringen sie auf dein Niveau herab. Das bedeutet irgendwie nicht so wirklich was Positives. Das bedeutet nämlich eigentlich, dass ihr kein Niveau habt, wenn ihr das Ding holt. Bringt sie auf dein Niveau herab. Ja, tiefe Dab, deswegen von mir auch nur 4 von 10. Ich kann mit dem Ding nichts anfangen. Der Deep Dab oder Deeper Dab. Und der hat hier ein Voting von 2,6 von 5 bei 20 Votes am 20. Juni 2019. Da ist man drin gewesen. Seitdem 5x 18 Reminders. Letztes Mal im Shop vor 16 Tagen. So, dann geht's weiter. Dann haben wir den Gage. Jo, den finde ich eigentlich ja ganz okay. Anzetteln, eskalieren, überwinden für 800 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Und der Gage hat hier ein Voting von 3 von 5 bei 11 Votes am 3. Juli 2019 ist erstmal drin gewesen. 4 Mal seitdem 15 Reminders ist im Shop vor 34 Tagen am 7. August. Dann haben wir die Magma. Und Magma finde ich mega, mega, mega cool. Kriegt von mir 10 von 10 für 700 V-Bucks. Magma hat hier ein Voting von 4,47 von 5 bei 47 Votes am 29. März 2019. Das erstmal drin gewesen. 7 Mal seitdem 162 Reminders. Das ist der Hammer. 35 Mal, das letzte Mal im Shop vor 35 Tagen am 26. August 2019. Dann haben wir hier das Psycho-Paket Borderlands. Finde ich mega cool. War aber gestern auch schon drin gewesen. Haben wir gestern schon benotet. So, dann haben wir hier den kleinen Mampfer. 1500 V-Bucks. Das Teil kriegt von mir 10 von 10. Auch wenn er mir irgendwie ein bisschen leid tut. Aber guck mal hier, wenn man den... Und was er da mit der Flosse... So, der kleine Mampfer. Das ist hier... Der...
Das ist nicht der Laserchomp, das ist der Chomp Junior. Und der Chomp Junior hat hier ein Voting von 4,09 von 5 bei 32 Votes am 2. Februar 2018. Das erste Mal drin gewesen. 18 Mal seitdem, 37. Wir meinen, das ist jetzt in meinem Shop vor 108 Tagen am 25. Mai 2019. Dann haben wir den Laserbeißer. Ein mega geiler Gleiter. Teil des High-Hunger-Sets für 1500 V-Bucks. Kriegt von mir glatte 10 von 10. Das ist der Laser Chomp. Der Laser Chomp hat hier ein Voting von 4,35 von 5 bei 68 Votes am 27. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem, 56. Wir meinen das. Auch vor 108 Tagen. Das letzte Mal im Shop. Dann haben wir den bissigen Taucher mit seiner Haifischflosse hier hinten für 2000 V-Bucks. Den finde ich persönlich jetzt nicht wirklich so toll. Der kriegt von mir 5 von 10. Das ist der Chomp Senior und der Chomp Senior hat hier ein Voting von 3,01 von 5 bei 108 Votes am 22. Juli 2018. Das erste Mal drin gewesen, 9 Mal seitdem, 65 Reminder. Das ist das letzte Mal im Shop vor 108 Tagen. So, dann sind wir hiermit durch, dann geht's weiter. Dann haben wir hier mit eins der schlimmsten Sets, die es überhaupt gibt. Da haben wir hier diese ganzen Lackierungen, Löwe und Jaguar und Schakal und Nashorn, hatte ich schon einmal vorgestellt. Ganz grausam, ganz grausam. Kriegt von mir nur 3 von 10. Dann geht's weiter, den Besticore. Auch diese Dinge finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Habe ich bis jetzt auch nur ein einziges Mal auf der Map gesehen. Wollte ich ein Gameplay draus machen. Was macht der Typ? Landet einfach. Wird zweimal gekillt, Feierabend, fertig. So, also ganz, ganz schrecklich das Teil. Ja, kriegt von mir nur einen von 10. Hier in den V6 finde ich eigentlich ganz cool. Ja, da das Backpack. Ist ganz cool. Ansonsten ganz, ganz schlimm. Der Zerfleischer, auch mit dem kann ich... Wobei, das Teil finde ich eigentlich ganz cool hier. Diese Picke. Ja. Und der Rest, ja gut. Kriegt von mir 5 von 10. So. Und dann haben wir noch diese Benzindinger. Die finde ich okay. Erinnere mich so ein bisschen an Star Wars und kriegen deswegen von mir 7 von 10. Ja, da klicken wir doch mal ganz kurz durch die Noten durch und schauen noch mal ganz kurz, wie es denn da aussieht. Da haben wir zum einen den Beast Mode und der Beast Mode hat hier ein Voting von 2,36 von 5 bei 55 Votes am 24. März 2019. Das erste Mal drin gewesen, 5 Mal seitdem, 21 wie meine, das ist das letzte Mal im Shop vor wie viel? 104 Tagen. Dann haben wir hier den Mauler und der Mauler hat hier ein Voting von, das ist die Picke da, 2,44 von 5 bei 27 Votes, 5 Mal im Shop, 5 Reminders. Dann haben wir den Fuel, oh mein Gott, also auch mit eins der schlecht bewertetsten Sets hier, 2,09 von 5 bei 22 Votes. Auch am 24. März 2019 ist das mal drin gewesen, 5 Mal, 5 Reminders. Irgendwie zieht sich das hier durchs ganze Set durch. Ja, also ganz, 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 ganz. Und ach ja, und die Lackierung noch. Ja, schauen wir da mal bei der Lackierung rein. 1,29 von 5 bei ganzen 7 Votes. 3 Mal im Shop, 5 Reminders. Ganz, ganz schreckliches Set. Ja, sind wir auch schon so weit durch. Dann haben wir hier den Aeronauten. Den habe ich versucht auf der Map zu finden. Leider konnte ich ihn nicht finden. So finde ich den eigentlich relativ cool, muss ich sagen. Das Teil kriegt von mir 7 von 10. Für 1200 V-Bucks Reise über die Grenzen des Himmels hinaus. Teil des Himmelsjägersets. 7 von 10 von mir. Ja, da schauen wir doch mal, wie sieht denn da momentan die Benotung aus. Vielleicht ist da ja noch was mit hinzugekommen. Nö. Also, wir haben hier ein Voting von 4 von 5 bei 2 Votes, 2 Reminders. Und dann haben wir hier diese Aero-Axt, mit der kann ich persönlich jetzt wieder mal nicht so wirklich viel anfangen. Sieht jetzt nicht schlecht aus für 500 V-Bucks, fast so gut wie Kondensstreifen. Ob die gut sind, das wage ich zu bezweifeln. So, 500 V-Bucks, das kriegt von mir 5 von 10. So, das ist die Aero X und die Aero X hat
bis jetzt ein ganz, ganz miserables Voting und ich denke, das hat sie sich auch verdient. 1 von 5 bei einem Vote. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Daily Shop News mit Miniman gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.